Na Mensch, wenn das nicht ein vertrautes Bild ist. Allerdings ist das hier ein bisschen nervig gerade. Puh. Die 44 Grad stimmen nicht ganz, es sind 34 momentan draußen. Ich denke mal, die 44 sind, weil die Sonne hier drauf ballert. Ich bin echt sprachlos. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich sollte heute Morgen um 8 in Houston die Ladung abholen. Ich war 5 vor 8 da. Die Ladung ist morgen erst fertig. Da habe ich meinen Dispatch angerufen und habe gefragt, ob das sein Ernst ist. Er hat beteuert, nein, ihm haben sie am Freitag gesagt, die Ladung ist um 8 fertig am Montag. Tja, keine Ahnung, jetzt soll ich hier den ganzen Tag warten und am Dienstag laden, danach noch nach Dallas fahren und da am Nachmittag nochmal laden. Das sind auch nur 3 Stunden ungefähr von hier. Also sitze ich auch mal mehr oder weniger den halben Dienstag noch rum. Ich habe jetzt seit dem Ausladen am Freitag 3 Tage gesessen, Samstag, Sonntag und heute Montag. Fällt mir nichts mehr zu ein. Und jetzt hatte ich gerade eine Idee. Ich habe die Nase voll, Klappe Papp auf, ich fahre jetzt zum Strand. Nissan Altima. Oh, ist das heiß hier drin. Heilige grüne Neune. Oh. Oh. Jeez. Das ist ja übel. Oh. Und hinten auch. Und alles auf. -101 °F. Was auch immer das in Celsius ist. So, jetzt zurück zum Truck. Fahrrad und Rucksack holen und dann ab zum Strand. Yeah, 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 yeah. 102 Wave, Heat Wave FM. Rhythm and Blues for you. Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen reden wie ein Radio-DJ. Weil mir ansonsten durch YouTube dank der Musik das Video gesperrt wird. Und das wollen wir ja auch nicht. Also rede ich wie ein Radio-DJ. Ich finde, ich kann das gut. Ich ärgere mich, dass ich die Idee nicht schon viel früher hatte. Hätte ich schon 3 Stunden früher haben können, das Ganze. Naja, große Brücke voraus. Hoi, 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 hoi. Hier war ich doch heute schon mal. Ja, ich bin hier heute schon mal mit dem Truck lang gefahren. In der Hoffnung, eine Ladung zu bekommen. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Ach, das ärgert mich. Jetzt ist es schon später Nachmittag, aber ich habe noch genug Zeit, das Ganze zu genießen. Zeigen kann, was für coole Musik ich gerade höre. Aber leider würde mir dann mein Video gesperrt werden. Das wollen wir ja alle nicht. Also muss ich leider die ganze Zeit drüber sprechen. Aber ich denke mal, ihr könnt ungefähr erkennen, was für Musik das ist. La 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 la. Strand, yeah! Vergnügungspark. Yeah, Achterbahn. Ich hasse Achterbahn. Ich hab Höhenangst, jawohl. Palmen, so viele Palmen. Ach, schön.
wird sowas mein nächstes Auto, glaube ich, in einem anderen Leben. Das Coole ist hier mit Mietautos, ist das ganz häufig so, dass die Kilometer unbegrenzt sind. Ganz im Gegensatz zu Europa. Und ich habe das schon mal mit einem Kumpel richtig ausgenutzt. Wir waren in Vancouver und hatten einen Tag Zeit. Ja, nee, einen Tag und am nächsten Tag ging unser Flieger. Wir hatten einen Tag übrig. Dann haben wir uns ein Auto gemietet und sind dann von mittags an oder wann das war, mit dem Auto einmal quer durchs Fraser Valley gefahren und Richtung Whistler und all das, so richtig diese ganzen Gegenden da angeguckt, haben übernachtet als Couchsurfer bei einem Couchsurfing-Pärchen, die hatten eine Farm. Und am nächsten Tag sind wir wieder zum Flughafen zurückgefahren und dann haben wir das Auto abgegeben mit einem Tag Mietdauer und über 1000 Kilometern drauf. Und dann hat uns der Typ angeguckt und sagt, buff, was habt ihr denn gemacht? German Blitz Traveling, German Blitz Tourism. Wir hatten keine Zeit, wir wollten aber was sehen. Wir sind den ganzen Tag nur gefahren. Das war echt cool. Und das kannst du halt echt nur hier machen. Und das Auto ist jetzt auch unbegrenzt. Wenn ich jetzt einen Tag mehr Zeit hätte, dann könnte ich jetzt, was weiß ich, nach Florida fahren. Obwohl, das ist vielleicht ein bisschen weit, aber ja, kannst hier echt hinfahren, wo du willst. So, das ist echt cool. Ist auch voll blöd gemacht, das Auto hier. Der hat am Ganghebel ist links so ein Knopf. Damit kann man den irgendwie Overdrive ein- und ausschalten. Und jetzt fährt er ganz gemütlich mit 1500, 1600 Umdrehungen. Wenn ich hier mit meinem rechten Bein nicht da rankomme an den Knopf, dann dreht er erstmal hoch auf 3,5, fast 4000 Umdrehungen und bleibt so. Und fährt dann so. Ich habe jetzt eine Minute lang gebraucht, um rauszufinden, was das ist. Das war mein Bein. Na toll. Ist das gutes oder ein schlechtes Zeichen, wenn über mir die Helikopter kreisen? Ist das ein Black Hawk? Ja. Geil. Black Hawk nicht down. Hubschrauber-Einsatz, Hubschrauber-Einsatz. Man merkt, ich habe wieder gute Laune. Trotz der ganzen Warterei und dem ganzen Stillstehen. So eine Dinger entschädigen dann für einiges, nicht für alles, aber ja, und wenn es nur ein paar Stunden sind. Aber ich habe schon lange nicht mehr das Meer gesehen. Na, wer erkennt das wieder? Village of Tiki Island. Allerdings habe ich das noch nie aus einem knappen Meter über der Fahrbahn gefilmt. Normalerweise sehe ich mehr, wenn ich hier rüber gucke. Schade. Galveston. Hey, hey, hey. Noch letztes Jahr an den Wirbelsturm Harvey erinnert, kam ja glaube ich auch in deutschen Nachrichten, oder war es dieses Jahr? Nee, müsste letztes Jahr gewesen sein. Da war ja hier so ein krasser Mega-Sturm, da war hier alles unter Wasser. Galveston war fast komplett einmal unter Wasser. Sämtliche Straßen, wo ich immer regelmäßig mit dem Truck lang fahre, der ganze Strandbereich, alles komplett überschwemmt. Das ist jetzt das erste Mal nach dem Sturm, dass ich hier wieder herkomme. Damals bin ich ja einen Tag vor dem Sturm hier weggekommen. Oder beziehungsweise ich war da glaube ich auch in Laredo. Also noch ein bisschen weiter weg. Und ja, das ist jetzt das erste Mal nach dem Sturm, dass ich hier lang fahre.
Palmen, Hitze, blauer Himmel. Ich bin in Galveston. Hier ist ein riesengroßer Parkplatz. Der ist Bezahlparkplatz, also man muss dafür löhnen. Und ich dachte mir mal, ich stelle mich einfach mal hier hin. Hier, der Weiße ist meiner, in Anführungsstrichen. Mietauto von Hertz. Ja, fährt sich echt nicht schlecht. Cooles Teil. Und da ist der Ocean. Da ist der Ocean. Da gehe ich jetzt hin. Ich hoffe, ich kann hier frei parken. Ich habe hier keine Schilder gesehen. Hier steht nirgendwo was, von dass man hier nicht stehen dürfte. Ich probiere es einfach mal. Ich bin ja begeistert. Man muss bezahlen, um raufzugehen. Ist echt nicht mehr lustig. Ach, so schwach. Dann gehe ich halt an den Strand. Wahnsinn. Damit habe ich nicht gerechnet. Shark Attack 5D Kino. Nein. Verlockend, aber nein. Also um auf diesen Pier raufzukommen, zahlt man nur um draufzulaufen $10 pro Person. Wenn man alle Geschäfte fahren will, alle Achterbahnen und sowas, $27 pro Person. Absolute Frechheit. Könnte schlimmer kommen. Und David Hasselhoff ist auch am Start. Kann ja nichts passieren. Heiß. Heiß. Irgendwann fahre ich mal mit so einem Duck-Tour-Ding mit. Auch witzig. Duck Tours. Land and Water. Hallo. Wetter, Wetter, Wetter. 31 Grad laut App. Fühlt sich aber an wie 110. Bin klitschnass. Hab immer Wasser dabei. Es ist extrem luftfeucht warm. Ja. Mirko auf Achse Englisch. Englisch Mirko auf Achse. Luftfeucht warm. Schwül. Es ist sehr schwülfeucht. Stellt euch vor, ihr macht im in eurem Badezimmer eine heiße Wanne fertig. So richtig mit über 45 Grad, 50 Grad. Das ganze Badezimmer ist komplett nass, feucht, warm. Am Spiegel läuft das Wasser runter. Ihr könnt kaum atmen. Und wenn ihr euch dann noch einen Föhn in die Nase haltet, so ungefähr auf die Entfernung, dann habt ihr so etwa das Wetter, was hier gerade herrscht. Aber die Aussicht ist schöner. Palmen. Ach, ich liebe Palmen. Schatz, wir müssen zu Hause eine Palme pflanzen. Das muss doch möglich sein. Uiuiuiuiui. So, dann lass mal was hören. Yeah.
verboten. Muss ich auf der Rücktour gleich mal machen. Hier geht's zum East Beach. Apfelpark East Beach. Er hat Stoppschild überfahren. Oh mein Gott, wie geht's ihm denn? Haha, schon wieder ein Autowitz. Ich glaube, hier ist Schluss. Irgendwie ist hier Schluss, wa? Hier ist Schluss. Kannst du dich mal entscheiden, wo du hinfährst, Junge? Ist ja nicht zu glauben. Hui! Und Schluss. Das wäre doch echt mal so ein Platz zum wild rummachen. Pickup, Prost! Oh, guck mal, Mutti, mit dem Auto an den Strand, wie in Dänemark. Lieber nicht, dann bleibe ich noch stecken. Auch wieder ein schöner, etwas höher gelegt, relativ dezent. Nett. Es ist nicht zu glauben, wenn man an den Strand will, soll man 10 bis 15 Dollar zahlen pro Person pro Tag. Das schockiert mich langsam echt. Ich wollte mal gucken, wie es der Oststrand hier aussieht, der East Beach. Wenn du mit dem Auto an den Strand möchtest, 10 bis 15 Dollar. Das Mietauto ist teuer genug, das machen wir nicht. Drehen wir halt wieder um. Fahre ich eben noch eine Runde. Ups, hier ist ja gar nichts. Ist ja voll die Verarsche. Ich dachte, hier wäre was. Ich dachte, hier wäre ein See, ein Meer, ein Ozean. Dann fahre ich wieder runter. Huch, wo bin ich denn jetzt? Da stand gerade ein Schild, die Universität von was? Von Galveston? Von Texas? Medical Center, okay. Texas Medical Center. Jetzt bin ich beim im Krankenhaus angekommen. Komme ich nicht wieder runter? Hier will ich doch gar nicht hin. Nicht, dass die mich jetzt einliefern. Schwester, holen Sie einen Arzt. Der Mann hat YouTube. Komme ich nie wieder raus? Hilfe, ich will da nicht rein. Jenny Seeley Hospital. Das kommt davon, weil hier immer alles mit Auto befahrbar sein muss. Warum muss ich denn hier mit Auto rauffahren können? Das will ich doch gar nicht. Ach Leute. Dann fahre ich einmal ums Krankenhaus, um den Platz rundherum und denke mal, dass ich vorne wieder rauskomme. So, habt ihr das auch mal gesehen? Habt das alles nur für euch gemacht. Ich habe mir gedacht, euch interessiert bestimmt, wie das Jenny Seeley Hospital aussieht. Jetzt wisst das. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich hinfahre. Ich habe keinen Navi an oder so. Ich fahre jetzt einfach. Im Prinzip bin ich auf der Suche nach einem Restaurant, weil ich jetzt leicht Hunger kriege. Schön irgendwo am Strand was essen. Vielleicht sogar Fisch. Ob es hier Fisch gibt. Bestimmt einen Fischburger oder so.
Zusammenfassung des Tages. Fahrrad gefahren, check. Gebadet, check. Davon gibt es kein Video. Gegessen, check. Mächtig viel Farbe abgeholt, check. Jetzt fahre ich wieder zurück nach Houston. Ich habe überlegt, wie ich das mache mit dem Mietauto. Das kann ich morgen früh um 8 erst abgeben, wenn die fertig sind oder wenn die anfangen bei der Mietzentrale oder bei der Autovermietung. Und ich werde jetzt schon hinfahren, das Auto abstellen, mit dem Uber zurück zum Truck fahren. Morgen früh um 8 mit dem Truck vor die Autovermietung fahren und einfach mit Warnblinker auf der ersten Spur parken und kurz den Schlüssel abgeben. Und dann kann ich los zum Laden fahren. Ich hoffe, das dauert da nicht so lange, aber das sah recht übersichtlich aus heute, was ich da so gesehen habe. Oh, ich bin schon wieder klitschnass. Vielleicht hätte ich erst Fahrrad fahren sollen und dann baden gehen. Manchmal bin ich auch ein Depp, oder? Innenbeleuchtung ist mir auch neu. Was ein Scheiß! Wozu ist denn sowas gut?